in dieser Saison für einmal nicht erfolgreich. Nächstes Zuspiel an die offensive blaue Linie. Das ist der Führungstreffer. Was für eine Startphase in diesem Spiel, in diesen ersten 2 Minuten 20 Sekunden. 3 bis 4 absolute Top-Chancen. Und die erste, die genutzt wird, ist die von Jérôme Bachhoffner. Bachhoffner trifft zum 1:0 in der 3. Minute für den EV Zug. Er erwischt hier Melvin Niffeler auf der Stockhandseite. Ja, da hat er es irgendwie. Eine Lücke, die hat er gefunden. Was denn nun mit Rafael Diaz passieren wird? Herrliche Möglichkeit! 2:0. Kaltblütig abgeschlossen. Yannick Lennart Albrecht. Der Walliser in Diensten des EV Zug erhöht auf 2:0. Dritter Saisontreffer. Und das war mal ein Angriff. Wie aus dem Bilderbuch. Perfekt zur Mitte gespielt. Und dann hat hier Albrecht Platz ohne Ende. Kommt hier zum Abschluss, bezwingt Melvin Niffel auf der Stockhandseite. 7. Spielminute in Unterzahl. 2. Powerplay-Formation der Lakers. Und wow, was war denn das für ein Knaller? Marco Lehmann, Halleluja! 27. Minute, was für ein Tor von Marco Lehmann. Powerplay-Tor für die Lakers, 27. Minute. Der hat gesessen, dieser Schuss. Hier läuft er zur Mitte. Und dann sitzt dieses Ding aber unglaublich. Herrliches Tor, Marco Lehmann zum 1:2. Und der verzieht keine Miene. Überzahlspiel. In den letzten 3 Spielen gab es 4 Treffer in Überzahl. Kovacs. Herrlicher Pass, fantastisch gespielt. Gregory Hoffmann. 3:1 Zug. Kurz, knapp. Schnörkellos, direkt. Und konsequent. Gregory Hoffmann mit seinem 3. Saisontreffer. Bei seiner Rückkehr heute trifft Hoffmann und das war wirklich souverän herauskombiniert. Tic-Tac-Toe und am Ende ist es Kovacs mit dem Auge für Gregory Hoffmann. Und die Antwort der Zuger, sie folgt postwendend. Nur gut 2 Minuten nach dem Anschlusstreffer der Lakers. Dann diese 3-1 Konterchance. Und da liegt die Scheibe im Tor. Wie flog denn die jetzt ins Netz? Über Nando Eckenberger und wieder Marco Lehmann. 2:3. Aus dem Nichts. Hier Eckenberger, eigentlich alleine auf sich gestellt, tankt sich vorbei, bringt den Puck irgendwie zur Mitte und dann, schwupps, fliegt der Puck da rein. Über Lehmann. Jetzt werden wir es dann etwas besser zu sehen bekommen. Hier, die Zuger wollen befreien und dann ist da Lehmann noch dran. Tatsächlich. Livio Stadler versuchte zu befreien und dann hier ganz leicht berührt von Marco Lehmann und er wird so zum Doppeltorschützen. In dieser Meisterschaft eben erstmals seit dem Wiederaufstieg nicht auf Rang 12 landen. Und hier kommt der Ausgleichstreffer. Was für ein Geschenk vom EV Zug. Nico Dünner, 3:3. Was war denn das für ein Aussetzer in der Zuger Verteidigung? Da kommt das Zuspiel aus der eigenen Zugerzone. Direkt vor sein eigenes Gehäuse. Nico Dünner lässt sich da nicht zweimal bitten. Zum 2. Mal trifft Nico Dünner hier. Das war ja direkt ein Assistpunkt für einen Zuger. Und er bezwingt Cenoni ohne Probleme. Was für ein Aussetzer von Nico Gross. Kapitaler Bock. Nico Dünner sagt Dankeschön. Er tanzt hier durch die Reihen, wird dann nicht gefault. Lakers bleiben aber dran und kommen hier zum Führungstreffer. Nando Eckenberger, 4:3 für die Lakers. Erstmalige Führung für die St. Gallen in der 56. Minute. Und da lässt sich Cenoni erwischen zwischen den Beinen. Mit diesem Abschluss hat Cenoni womöglich gar nicht gerechnet. 5. Saisontreffer für Nando Eckenberger. Und wieder diese Linie
für einen Treffer besorgt. Hier, Schelovac. Dann das, kein Foulspiel, kann man auch anderer Meinung sein. Der Scheibenverlust, der Zuger wieder unnötig. Rowe auf Eckenberger und der erwischt Leonardo Cennoni zwischen den Hosenträgern. Hier, Kovac. Kovac gewinnt das Anspiel. Die Hoffnung der Zuger, sie lebt und die Scheibe ist im Tor. Santeria Lattalo bringt den Puck Richtung Tor, Ablenker. Und die Scheibe liegt drin. 19 Sekunden haben gefehlt. Ryan McLeod scheint den Puck noch abgelenkt zu haben. Hier, Alatalo bringt den Puck Richtung Tor. Und irgendeiner war da noch dran. Keine Abwehrchance für Melvin Niffeler. Jetzt noch einmal zu sehen. Alatalo vorbei an Lehmann. Und ja, ganz eindeutig Ryan McLeod vor dem Tor mit dem Ablenker. Vierter Saisontreffer für den 21-jährigen Kanadier. Partie mit zwei Toren in Führung lagen. 2:0 nach 7 Minuten, 3:1 zu Spielmitte. Und jetzt holen sie sich den Zusatzpunkt. Und es ist der beste Zuger für mich am heutigen Abend. Gregory Hoffmann mit seiner vielleicht besten Saisonleistung. 5:4 nach Verlängerung für den EV-Zug. Erst 19 Sekunden vor Ende des Spiels retteten sich die Zuger in die Verlängerung dank dem Treffer, dem Ablenker von Ryan McLeod. Und jetzt holen sie sogar noch den zweiten Punkt. Und es ist ein Hoffmann-Spezial. Was für ein herrlicher Schuss in die Maschen hinter Melvin Niffeler. Und für die Lakers eine bittere Niederlage.